Hallo und willkommen zurück zum Tutorial Wir programmieren ein Tower Defense. Zuletzt hatten wir die Map Entities in zwei Typen aufgeteilt. Einmal die Enemies und die Towers. Die Towers bewegen sich nicht mehr, deren Funktion haben wir mit einer Leerfunktion überschrieben und die Enemies, die laufen einfach nur nach rechts unten. Heute werden wir das so machen, dass die Enemies den Waypoints folgen. Und wenn sie hier ans Ende gelangen, dann feuern wir eine Exit-Funktion. Dazu erweitern wir jetzt einfach das Enemy-Object. Und zwar beim Update wollen wir jetzt Folgendes prüfen. Wir wollen prüfen, ob ein Wegpunkt erreicht wurde. Wurde ein Wegpunkt erreicht, dann soll der Enemy soll dann den nächsten Wegpunkt ansteuern. Und wenn kein nächster Wegpunkt mehr existiert, dann hat er den Parcours erfolgreich gemeistert und soll entfernt werden. Oder feuert auf jeden Fall erst einmal eine Exit-Funktion. Und das bauen wir jetzt mal. Wenn der Wegpunkt erreicht ist, dann eigentlich kommt dann hier sowas wie this next waypoint. Aber das können wir so machen, dass wenn kein nächster Wegpunkt mehr gefunden wird, also keiner mehr existiert, dann liefern wir einfach nur false. Und in dem Fall wird Exit gefeuert. Das heißt, der Enemy wird aus der Liste der aktiven Enemies dann entfernt. Und in Konsequenz bekommt der Spieler dann halt ein Leben abgezogen, weil er ja wirklich durchgegangen ist. So. Ist der Wegpunkt nicht erreicht, dann gehen wir einfach mit der eingestellten Velocity weiter. Bauen wir also die Routine Waypoint Reached, Next Waypoint und Exit mal ein. Entity. Dann haben wir noch die Next Waypoint. Und Exit. Bei Exit machen wir jetzt erst einmal gar nichts. Darum kümmern wir uns später. Da wird dann, wie gesagt, dem Spieler ein Lebenspunkt abgezogen und so weiter. Das müssen wir aber jetzt erstmal nicht machen. Wir kümmern uns erstmal nur um den Waypoint Reached und Next Waypoint, das sind jetzt die entscheidenden Elemente für unser Enemy, damit er überhaupt erstmal loslaufen kann. Wenn er das macht, dann kümmern wir uns im Anschluss um Exit. Wann gilt ein Waypoint als erreicht? Wir lassen unsere Enemies nur nach rechts, links, hoch oder runter gehen. Das heißt, geht er zum Beispiel nach rechts, ist der Wegpunkt erreicht, wenn die X-Position des Enemies größer gleich der X-Koordinate von dem Waypoint ist. Und genauso verhält es sich mit oben, unten und links. In der Velocity, wenn this Velocity X, wenn der X-Wert größer 0 ist, das heißt, er geht nach rechts, und seine aktuelle x-Position ist größer oder gleich dem Wegpunkt x,
This.waypoint haben wir noch gar nicht. Das heißt, das legen wir noch schnell an. Da speichern wir immer den aktuell angesteuerten Waypoint. Setzen wir es erstmal auf False. Ups. Das passiert. So, this waypoint x. Genau. Oder kleiner gleich und kleiner 0. Das heißt, wenn er nach links geht und seine x-Koordinate von dem Enemy ist kleiner gleich dem Waypoint x, trifft das auch zu, dann ist auch der Waypoint reached. Und dasselbe jetzt nochmal für y. So, haben wir also alle Richtungen geprüft und wenn wir einen Wegpunkt überschritten haben, dann liefert diese Funktion true. Mit den Wegpunkten läuft das so. Wir wollen alle Wegpunkte nacheinander ablaufen. Ne? Das Enemy läuft also von dem ersten Wegpunkt mit dem Index 0 bis hin zum letzten Wegpunkt mit dem Index n. Dazu müssen wir uns aber auch merken, bei welchem Wegpunkt, ja, mit welchem Index wir gerade sind. Und dazu nehmen wir jetzt noch eine Eigenschaft hinzu. Also wir speichern uns nicht nur den Waypoint, sondern auch den Waypoint Index. Und wir beginnen beim ersten Waypoint mit dem Index 0. Bei Next Waypoint zählen wir jetzt diesen Wert einfach um 1 hoch. Dann nehmen wir uns diesen Waypoint und speichern eine Kopie davon in unser This Waypoint. Die Waypoints liegen im Map-Objekt. Und da wollen wir uns, also das wäre dann erstmal das hier. Game Map Waypoints, ne? Und dann Waypoint mit dem Index, this Waypoint Index. So, damit hätten wir diesen Wegpunkt aber nicht kopiert. Wir wollen eine Kopie davon haben, damit wir auch damit ein wenig arbeiten können. Und das machen wir folgendermaßen. Mit Object Assign erhalten wir dann eine Kopie. Jetzt müssen wir aber auch noch prüfen, ob dieser Wegpunkt überhaupt existiert. So muss es richtig heißen. Game Map Waypoints und davon in this Waypoint Index. Okay. So. Jetzt wollen wir natürlich prüfen, ob dieser Wegpunkt überhaupt existiert. Und wenn nicht, liefern wir false zurück. Das würde bedeuten, an dieser Stelle, wenn es keinen neuen Wegpunkt gibt, kommen wir hier rein und die Exit-Routine würde aufgerufen werden. So. Als nächstes. Wenn wir den neuen Wegpunkt jetzt haben, müssen wir eine neue Richtung festlegen, in die das Entity laufen soll. Dazu müssen wir uns aber merken, welchen Wegpunkt wir zuvor angesteuert hatten. Und das machen wir dann hier. Wir brauchen die x- und y-Koordinate des alten Wegpunkts.
und die y-Koordinate. Genau, dann nehmen wir den nächsten Wegpunkt und hier als nächstes prüfen wir also, in welche Richtung wir uns jetzt neu bewegen, damit wir dementsprechend die Velocity setzen können. Machen wir es einzeilig, das reicht schon. Also, wenn die alte x-Koordinate gleich der neuen x-Koordinate ist, dann heißt das, dass wir uns in x-Richtung nicht bewegen. Ja, wir können also die Velocity in die x-Richtung können wir auf 0 setzen. Ansonsten müssen wir wissen, in welche Richtung nach links oder rechts wir uns bewegen. Bedeutet, wir nehmen Velocity x und setzen es jetzt, je nachdem, in welche Richtung wir uns bewegen, bedeutet this.x ist die aktuelle Position kleiner der Position vom Waypoint. Dann bewegen wir uns nach rechts. Ja, dann nehmen wir die Speed, also das wäre dann ein positiver Wert. Das bedeutet bei Velocity positiver Wert nach x, bedeutet wir gehen nach rechts. Andernfalls nehmen wir einen negativen Wert und gehen nach links. Dasselbe machen wir jetzt für y, ist im Grunde genau dasselbe. So. Das hätten wir dann soweit. Wir returnen immer mal true. Das heißt, hier oben haben wir eine False-Situation, andernfalls, wenn das jetzt hier nicht eintritt, haben wir immer True. So, jetzt haben wir soweit alles erst einmal drinnen, was wir brauchen, um die Wegpunkte anzusteuern. Was jetzt noch fehlt, ist ein Initialwegpunkt, den wir jetzt am Anfang erstmal nicht haben. Das heißt, wir sollten also hier oben einmal prüfen, wenn noch kein Wegpunkt gesetzt ist, dann haben wir ein Problem mit dem Old X und Old Y, weil wir hier dann crashen würden. Ja? Wir könnten das dann auch nicht vergleichen und und. Das heißt, wenn wir noch keinen Waypoint haben, nehmen wir uns einfach den allerersten Wegpunkt und gehen davon aus, dass das sozusagen der allererste war und speichern ihn. So, bedeutet unser Waypoint ist momentan auf falsch gesetzt. Das heißt, diese Abfrage hier, wenn wir jetzt auf x zugreifen wollen, sollte nicht funktionieren. Das heißt, wenn nicht, wir haben also keinen Wegpunkt, dann nehmen wir uns den allerersten Wegpunkt. Ist gleich und dann wieder das Game Map Waypoints und weil unser Waypoint Index ja sowieso 0 ist und dass wir jetzt hier am Anfang stehen, dann nehmen wir das einfach so. Das heißt, wir setzen das auf Waypoint Index. Dann wieder, das Ding soll eine Kopie sein. So, das heißt, wir haben den Wegpunkt kopiert.
Dann unsere aktuelle x- und y-Position können wir uns auch jetzt direkt merken. Das heißt, this x ist einfach die x-Koordinate vom Waypoint. Da stehen wir. So, damit haben wir den Initial-Waypoint. Okay. Und zu guter Letzt geben wir unserem Enemy bei der Erstellung direkt einmal den Initialwegpunkt, indem wir Folgendes machen. Wir rufen direkt Next Waypoint auf. Und returnen das Entity. So, Next Waypoint. Nachdem wir alles definiert haben, macht also Folgendes. Next Waypoint prüft, existiert schon Waypoint. An dieser Stelle haben wir noch gar keinen. Das heißt, er nimmt sich den allerersten Waypoint mit dem Index 0, setzt auch die aktuelle Position des Enemies auf diese Koordinaten und dann geht er sozusagen zum nächsten Wegpunkt. Wir stehen auf diesem einen Wegpunkt und bewegen uns zum Wegpunkt mit dem Index 1. Das heißt, dieser Waypoint-Index wird auf 1 dann erhöht. Wir holen uns den nächsten Wegpunkt, hier haben wir noch die alten Koordinaten und dann wird hier wieder geprüft, wie die Velocity zu setzen ist. Soweit, so gut. Das sollte jetzt unsere Enemies über den Bildschirm bewegen lassen. Testen wir das Ganze, speichern. Soweit, so gut. Das Enemy hat aber hier vorne gestartet, das stimmt nicht. Die X-Koordinate sollte irgendwo da hinten liegen. Das werden wir jetzt nochmal prüfen. Woran liegt's? Woran liegt's? Startpunkt. Oh, und schon gefunden. Da muss ein X hin. Ja, okay, der Rest sieht gut aus. Speichern und nochmal testen. Jo, genauso. Unser Enemy läuft jetzt also schön diesen Weg entlang bis zum Ende. Und um ihn jetzt ein bisschen daran zu hindern, werden wir in der nächsten Folge dann unseren Türmen das Schießen beibringen. Bis dahin, ciao.